Zahlreiche Radfahrer hatten sich am Sonntag anlässlich der Eröffnung der Radsaison am Johannbau in Dessau-Roßlau getroffen. Nachdem Walter Schaller vom ADFC-Kreisverband die Streckenführung und das Anliegen des Elbe-Radeltages erklärt hatte, sollte es in Richtung Lutherstadt-Wittenberg gehen. Dort fand ein Radrennen um den Generali-Cup statt. Doch nicht bevor uns Walter Schaller vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub erläuterte, was es mit dem Elbe-Radeltag auf sich hat. Wir fahren mal nach Wittenberg, die Lutherstadt. Das ist also der zentrale Veranstaltungsort für diesen 10., nunmehr schon 10. Elbe-Radeltag der Region Anhalt, unserer Region Anhalt. Also alle, die hier so Elbanlieger sind, treffen sich heute in Wittenberg entlang dieses berühmten und beliebten Elberadweges, der beliebteste überhaupt in Deutschland. Für Schaller war der 10. Elbe-Radeltag mit seiner Strecke bis in die Lutherstadt Wittenberg einer der herausforderndsten überhaupt. Immerhin galt es 40 Kilometer hin und 40 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzufahren. Dennoch für den erfahrenen Radler kein Problem, wie Schaller bestätigte. Denn Bedenken, dass die vornehmlich Älteren, die angekommen waren, schwächeln könnten, wies er zurück. Die Älteren sind ja ohnehin die Härtesten an der Stelle, ja, muss man echt so sagen. Also sie schrecken davon nicht zurück. Also denen ist mitunter auch viel zu langsam und viel zu wenig. Also die wollen dann immer noch mehr fahren. Die hier sind, die schaffen das auch. Also habe ich auch keine Bedenken. Angekommen in der Lutherstadt Wittenberg konnten die Pedalritter aus Dessau-Roßlau und Umgebung das Geschehen rund um den Generali-Cup bestaunen und sich mit der ausgeprägten fahrradfreundlichen Flaniermeile rund um das Geschehen herum umsehen.